Herzlich willkommen, schön, dass Sie dabei sind. Stolpersteine sind Gedenktafeln, die an das Leben von Juden erinnern, die von den Nazis verschleppt und ermordet wurden. In Oberhausen wurden in der vergangenen Woche Stolpersteine für Julia und Karl Schäfer verlegt. Und der von Julia war plötzlich weg. Ein antisemitischer Hintergrund wurde schon vermutet. Heute ist er aber wieder aufgetaucht, verlegt an einer anderen Stelle. Eine ziemlich skurrile Geschichte mit vielen offenen Fragen. Unser Reporter hat sich auf Spurensuche begeben. So richtig glauben konnte das gestern keiner. Ausgerechnet am Stammsitz Essen will der Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof sein Vorzeigekaufhaus schließen. Galeria ist mal wieder insolvent und will deutschlandweit 52 Filialen schließen, eben auch in Essen. Ein schwerer Schlag für die Innenstadt und den Limbecker Platz, denkt man erstmal. Alle reden übers Energiesparen. Ja, aber wie? Zum Beispiel unter der Dusche. Und das ist kinderleicht, wie Schüler und Schülerinnen im Ruhrgebiet gerade feststellen. Hier läuft nämlich bis zu den Osterferien eine Dusch-Challenge. Die Jungs und Mädels führen sozusagen Buch über ihre Duschzeit und versuchen, so kurz wie möglich zu duschen. Die sparsamste Klasse bekommt am Ende einen Preis. Alle Schulen können bei der Challenge bis Ostern, wie gesagt, mitmachen. Los ging's in Bottrop. Ja, wir drücken die Daumen. Vom Schwimmbad jetzt aber zum Ballett. Heute Abend wird getanzt für den guten Zweck. Das Altotheater in Essen hat eine zusätzliche Vorstellung, der Tanzhommage an Queen, ins Programm aufgenommen, um mit den Einnahmen den Erdbebenopfern in der Türkei und in Syrien zu helfen. Das Geld wird an die Hilfsorganisation Aktion Deutschland hilft weitergegeben. Um 19.30 Uhr hat die Benefizvorstellung begonnen. Mein Kollege Jörg Steinkamp war bis gerade dabei. Samstag wird es mild und freundlich, 17 Grad, nur wenige Schauer sind unterwegs. Hier geht es jetzt gleich weiter mit dem Tatort Auskreuzung aus Köln. Viel Vergnügen und bis morgen.